Autsch. Oh. Wo bin ich? Ist das immer noch mein Albtraum? Das ist doch Corona. Sinuspot, Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Was ist das? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat. Oder selbst tot ist. Nett, wenn man Lampions mag. Corona steht nur noch auf einer dünnen Felsnadel. Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Ich habe es geschafft. Ich habe endlich den Schlund der Hölle geöffnet. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Gruselig. Was sind das nur für Grau? Es sieht aus. Was war das nur für ein Tier? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Ich komme dem lieber nicht zu nahe. Er sieht ganz schön finster aus. Ich höre Stimmen. Das scheint eine Art Besprechung. Sein. Vielleicht kann ich etwas mithören. Gorni, komm her! Warum dauert das so lange? Was ist, Boss? Es ist soweit. Der König wird immer schwächer. Die Truppen sollen sich bereithalten. Unsere Geduld wird sich schließlich bezahlt machen. Ja! Unsere Zeit ist endlich gekommen. Zeit? Ha! Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Die Welt zerbricht. Alles, was Struktur besaß, wird über kurz oder lang vom Fluss der Zeit hin fortgespült. Was bleibt, ist Staub und Rost. Moder, Schutt und endloser Schmerz. Du sprichst von deinen Wunden, Boss? Es ist die verstreichende Zeit, die mir zu schaffen macht. Sie ist wie Gift für mich. Sie nagt an meinem Fleisch.
Die frisst sich durch mein Blut, so wie sie sich durch das Land frisst, das langsam vor unseren Augen zerfällt. Es ist die Schuld des Königs. Er hätte die Macht, all das aufzuhalten. Aber er ist feige und verkriecht sich in seinen Gemächern. Er wird dafür büßen. So ist es. Ja! Du wirst den König zerquetschen wie eine Nacktschnecke. Du wirst ihn auseinandernehmen und auf den Einzelteilen herumtanzen. Und die Massen werden dir zujubeln. Trampelt stärker! Trampelt stärker! Barney! Und sie werden singen. Askelia! Askelia! Barney! Und dann gibt es ein großes Fest und bunte Wimpel. Ja! Barney! Unter meiner Herrschaft wird es nichts zu lachen geben, Barney. Keine Wimpel, keine Musik. Diese Welt ist ein kaputter Ort. Ein Ort des Verfalls. Ein Ort des Todes. Gesang und Tanz, pah! Das ist jetzt vorbei. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Und nun zurück mit dir auf deinen Posten. Ich will die Truppen inspizieren. Das müssen die Askil sein. Und sie planen einen Angriff auf den König. Wo bin ich da nur wieder reingeraten? Moment erschlug der lustige Clown die fremde Kreatur mit einem schweren Stein. So weit ist es schon mit mir gekommen. Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Der sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Das ist ein Schlachtplan. Oh je, die Askel plant tatsächlich einen Angriff auf Corona. Was ist denn hier los? Hey, aufwachen! Oh oh. Was ist passiert? Wer hat dir das angetan? Ein Eindringling? In meinem Hauptquartier? Na, warte. Wer wagt es? Was? Na, wen haben wir denn da? Einen kleinen Schnüffler? Ein was? Ein Schnüffler? Nein, nein, nein. Mein Name ist Sedgwick. Ich bin nur ein Clown. Ein harmloser kleiner Clown. Weiter nichts. Ist dir klar, wo du dich befindest, kleiner Clown? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Falsch abgebogen. In der Tat. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Sedgwick. Die schlechte Nachricht ist, du hast einen sehr, sehr dummen Fehler begangen. Oh, und die gute? Die gute Nachricht ist, es war dein letzter Fehler. Barney! Was ist was? Bring diesen Eindringling in die Zelle. Ich will mir in Ruhe überlegen, auf welche Weise ich ihn für seine Dummheit bestrafen werde. Oh je, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ha! Hier drin etwas Nützliches zu finden, wäre buchstäblich wie die Nadel im... Hey, Moment mal.
Da war ja tatsächlich eine Nadel in diesem Heuhaufen. Irgendjemand da oben macht sich über mich lustig. Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Durch das Gitter kann ich eine Art Schlucht erkennen. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Aha, da steckt ein Schlüssel von der anderen Seite im Schlüsselloch. Draußen scheint es mittlerweile hell zu sein. Das bringt nichts. Ich bekomme nicht einmal die ganze Hand durch. Hey, hallo! Was ist denn da drinnen los? Was willst du, du Narr? Lass mich raus. Ein kühner Wunsch. Was sollte mich denn dazu bewegen, etwas so Törichtes zu tun wie das? Ich bin unschuldig. Ja, die Unschuldigen schmecken immer am besten. So zart. Es ist ein Fehler, mich hier festzuhalten. Ich muss den Weltuntergang abwenden. Ja, echt. Es wurde mir prophezeit. Ich weiß ja selbst, dass es verrückt klingt. Und unwahrscheinlich. Und erfunden. Weil es sich auch unmöglich beweisen lässt. Und dass es für dich deshalb auch kein Anlass ist, mich hier rauszuholen. Oh. Kluges Kind. Ich muss mal. Und weiter? Vielleicht willst du mich jetzt irgendwo hinbringen? Auf so eine Art Askil-Klo? Ein Pissoir? Was weiß ich? Wozu denkst du wohl, dass dieser Schacht in deiner Zelle ist? Igitt. Ich könnte doch bei euch mitmachen. Oh, du machst doch bereits bei uns mit. Ich? Ach ja? Mach ich das? Ich meine, als was denn? Denk scharf nach. Wozu könnten wir Askel einen Clown gebrauchen? Ich gebe auf. Ich komm nicht drauf. Kennst du das Sprichwort, einen Clown gefrühstückt haben? Wir haben ein ganz ähnliches Sprichwort. Ja, aber es bedeutet etwas anderes. Egal, lass mich ruhig hier drin verrecken. Was hatten wir vor? Ja. Ich habe Hunger. Du willst etwas zu essen? Nun, hier hast du etwas. Was? Was genau ist das? Doch nicht etwa Spot? Nein, das sind die Reste der Schimmelsuppe. Der Boss wollte sie nicht mehr. Das hier wollte er nicht essen? Er ist offenbar ein echter Gourmet, hä? Huh? Du hast keine Vorstellung. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass er die Hinrichtung eines Kochs angeordnet hat. Ich will mit eurem Anführer reden. Du willst wirklich mit dem Boss reden? Mit dem großen Luko? Ja, ja, das will ich. Ja, aber nicht mit dir. Ich will mich beim Koch beschweren. Das steht dir wohl kaum zu. Außerdem ist der Koch im Augenblick nicht auffindbar. Nicht auffindbar? Er hat den Boss verärgert. Ja. Und nun versteckt er sich. Eigentlich sollte ich nach ihm suchen. Aber ein gewisser Gefangener will einfach nicht aufhören, Rabatz zu machen. Du kannst ruhig nach dem Koch suchen gehen. Ich mache auch keine Ärger mehr. Du verhältst dich ruhig? Ja. Versprochen, mhm.
Wehe, du gibst auch nur einen einzigen Mucks von dir, solange ich fort bin. Mucks. Igitt, dagegen ist Opa ja ein echter Fünf-Sterne-Koch. Hey, hallo. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Und weg damit. Mal sehen. Wenn ich die Nadel hier reinstecke, dann habe ich ein unförmiges Gebilde, halb Nadel, halb Löffel. Naja, besser als nichts. Tja, hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Nanu? Ich habe es geschafft. Ich sollte diesen Triumph genießen, solange ich noch kann. Ich werde ja bestimmt sowieso bald wieder geschnappt. Damit sollte ich den Schlüssel losbekommen. Es geht, jetzt sind meine Hände klebrig. Der Wächter scheint gerade nicht in der Nähe zu sein. Na gut, schlimmer kann es ja ohnehin kaum noch kommen, wobei ich das schon häufiger dachte.